Lieber Volker Bruch, herzlichen Glückwunsch zur zweiten goldenen Kamera, ne? Richtig, wir haben mit unserer Mütter, unserer Väter haben wir damals eine gewonnen. Danke. Wo steht die Trophäe? Die steht, gute Frage, ich habe die gar nicht bekommen tatsächlich. Das hat sich die Produktion sofort unter den Nagel gerissen. Jetzt habe ich eine eigene. Wie hat denn Babylon Berlin dein Leben verändert? Das war einfach ein wahnsinnig intensives Jahr. Wir haben fast ein Jahr lang gedreht und es war ein Riesenaufwand. Und es war die intensivste Dreherfahrung, die ich bisher hatte. Und seitdem habe ich viel frei und nehme mir viel frei. Und das ist auch richtig so. Aber ja, ich freue mich, wenn es weitergeht. Babylon Berlin ist gerade in den USA gestartet. Gibt es schon Reaktionen und Angebote aus Hollywood? Also das Feedback ist hervorragend. Die gucken das alle sehr gerne da drüben auch. Und das freut uns natürlich. Also wir haben ein paar tolle Kritiken gelesen irgendwie. Und hier der Netflix-Chef war auch da heute und hat Hallo gesagt. Und also läuft gut soweit ich das mitkriege. Babylon Berlin geht in die dritte und vierte Staffel. Wie geht's denn weiter nach dem dramatischen Cliffhanger in der 16. Folge? Das ist eine gute Frage. Das interessiert mich selber mindestens genauso sehr. Die schreiben gerade dran und ja, ich kann es kaum erwarten, die ersten Bücher zu lesen. Du hast ja 3 bis 4 Mal pro Woche mit Lisa Fries Charleston geübt. Magst du eigentlich die RTL-Show Let's Dance? Die gucke ich ehrlich gesagt nicht. Da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Tut mir leid. Kannst du vielleicht mal einen typischen Move machen aus den 20ern? Das ist dieser hier. Also das geht nach vorne. Aber ich bin ein bisschen außer Übung. Das ist, liegt daran, dass ich seit einem Jahr raus bin, aber es geht bald wieder los. Das heißt, die Vorbereitungen starten auch wieder und genau, es werden noch ein paar Überraschungen auf uns warten in der nächsten Staffel. Ja, das ist auch meine Schlussfrage deiner nächsten spruchreifen Zukunftsprojekte. Also mein Zukunftsprojekt ist auf jeden Fall Babylon Berlin erstmal. Danke für das Interview. Dankeschön, danke.